So, ich begrüße euch nochmal recht herzlich zum Let's Play von Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD auf der PlayStation 4. Ich habe vorhin schon eine Aufnahme probiert, aber habe nach einer Minute gemerkt, dass die Aufnahme nicht gut läuft, dass sie scheiße ist und dass hier sehr viele Unterbrüche sind und Ruckler. Also, ganz klar habe ich die Aufnahme unterbrochen. Und hab das jetzt nochmal neu gestartet. Ja, schauen wir doch mal den Vampkomori an. Vielleicht kann man da noch etwas rausholen. Ein bisschen Erfahrung. Noch ein bisschen Liebe. Was auch immer das ist. Ja, noch ein Lenkpunkt. Ja. Was ich eigentlich noch sagen wollte. Ja, gestern und vorgestern habe ich nochmal ein bisschen Gran Turismo Sport gespielt. Flügelmann. Hat jetzt ganz andere Augen, finde ich. Oder war es schon vorher so? Ja, ich weiß auch nicht. Wow, jetzt geht's plötzlich nach oben, wie blöd. Das ist eine super Stimmung, der glänzt ja so richtig. Eben, Gran Turismo Sport habe ich gespielt. Hab da ein paar Rennen auf dem Red Bull Ring auf der kurzen Version gefahren und bin da so richtig gut gewesen. Ich bin etwa, keine Ahnung, 13 Rennen gefahren und noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall einige Rennen gefahren und von diesen Rennen habe ich 5 Poles herausgeholt und 8 Rennsiege. Und glaube ich sogar noch 6 schnellste Runden oder so. Er ist gerade auch in einer guten Stimmung, die Wundermieze. Auf jeden Fall fehlen mir da nicht mehr viele Siege. So, ja, es fehlen immer noch einige. Ich bin, glaube ich, jetzt bei 65 Siegen. Und bei 53 Pole Positions. Wie man merkt, ich bin bei den Rennen wirklich viel besser. Aus welchem Grund auch immer, aber die Rennen behagen mir einfach deutlich mehr als das Qualifying. Das war eben schon meistens so. Choleriker. Er hat jetzt ganz andere Augen. So, jedenfalls, da fehlt jetzt noch ein bisschen was, klar, ich muss noch etwa 12 oder 13 Pole Positions holen. Und Rennsiege, das sind glaube ich noch 26 oder so. Ja, bei der Wundermieze komme ich noch ein bisschen weiter, da kann ich Attacke freischalten. Und das hier wäre Magiesphäre. Ja,
öffnen sich, wenn Stufe 10 des Geistes. Haben wir schon noch nicht. Muss ich noch ein bisschen warten. Und beim Zottelim, da kann ich auch was machen sogar. Kann ich Stopplocken freischalten. Dann gibt es noch Attacke, hast. Beim Rest muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Öffnet sich bei 5 Link-Verbindungen mit dem Geist. Okay, dann muss ich noch ein paar Links machen damit. So, egal. Kommandodeck haben wir, glaube ich, bearbeitet ein bisschen. Saugsturz haben wir erhalten. Erschaffe eine Schockwelle, die den Boden Gegnern im Umkreis HP entzieht. Aber ich bin, glaube ich, so noch ganz froh drum. Items, Vorrat. Was habe ich da neu? Ah, grüne Farbpistole, 10-mal. Dann noch die Berichte abhaken. Tauchmodus. Ja, das war ein blöder Modus hier. Königin Schwerschwar. Königin, wie sich herausstellt, der Schwerschwarren. Sie fliegen mit dem Schwarm, sie schlägt mit Stacheln und Pollen um sich, während ihre Drohnen einen direkteren Ansatz wählen. Ach, das war dann ein scheiß Gegner. Ja, da kommen noch einige Kisten hier. Gut, also. Dann würde ich mal sagen, machen wir weiter, bevor wir stürzen. Ich glaube, hier habe ich mich schon ein bisschen umgeschaut. Ich mache es aber trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich ja das doch gar nicht gemacht. Scheint, ob ich es tatsächlich noch nicht gemacht habe. So, das war's dann, das erste. Ballone halten. Schön, schön. Cité de Cloche, das heißt natürlich Stadt der Glocken. Ich bin zwar nicht allzu gut im Französisch, aber ich glaube, das sollte ich gerade noch so schaffen. So, Wundermietz ist jetzt auf Stufe 9. Ich muss noch ein bisschen warten, bis da die anderen noch auf Stufe 10 kommen. Ah, da ist noch eine Kiste. Mit einer Potion drin. Nein, zurück zur Stadt wollen wir nicht. Was ist denn das? Besiege alle Geister in 20 Sekunden oder weniger. Versuchen wir es. Das reicht, glaube ich, nicht. Nee, noch nicht. Schade. Nee, hat nicht gereicht. Da muss ich noch ein bisschen taktischer vorgehen oder stärker werden. Irgendwas von beiden. Schade. Aber zumindest nachher haben wir eine Heimbildung bekommen. Bonusziel einfach nicht. Kann man, glaube ich, später sonst noch holen. Hoffentlich. Also gehen wir mal da rein. Is anybody here? Who are you? I'm Riku. Oh, my name's Quasimodo. I'm very sorry, but the Archdeacon is away. Actually, I'm looking for a man named Frollo. Do
Do you know where he is? My master? He said he had business on the outskirts of the city. Do you mean you know him? Oh, yes. He's very kind. Master Frollo saved my life. He protects me from the outside world. He protects you from it? The people out there would be cruel to me. I'm a monster, you know. Is that what Frollo told you? Trust me, looks can be deceiving. A good friend sees you for who you are, no matter what face you wear. You should go out there, find some friends who understand you. Oh no, my master forbids it. I'm not to set foot outside. Are you sure that's what's stopping you? Because I think something else is holding you back. Ask your heart, Quasimodo. I'll check the edge of town. Thanks. Wish I could take my own advice. Also, suche Frollo am Stadtrand. Was könnte ich machen? Aber nö. Erstmal hier ein bisschen was absuchen. Vielleicht kann ich hier noch eine Kiste oder so abgreifen. Ja, ist noch groß hier. Icarus Putzemann, Glanzhammer. Das ist auch was hier. Mächtige Angriffe. Gott, Löwe ist Stufe 13? Hä? Wie kommt das denn? So, was haben wir hier noch? Was bist denn du? Quack, quack. Ich fordere dich heraus. Mich verzichtet, kannst du haben. Ja, kannst du haben. Machen wir es doch mal. Schalte die Traumfänger aus. Ja, meine Güte, der hat ja aber viel. Oder vor allem viel HP. Komm, nimm das. Das dauert wahrscheinlich ewig. Ah, kann ich überhaupt mal eine Attacke machen? Danke. Aber ich glaube, die Sturzanzeige bleibt bestehen. Okay, das war jetzt komisch. Ich nehme mal an, damit man das alles bekommt, damit man nicht irgendwas bekommt, muss man in der Zeit hier ausschalten. Das habe ich nicht geschafft. Zügellose Einbildung erhalten.
Ist aber auch halb so wild, wenn ich das nicht geschafft habe. Meine Güte. Da ist noch eine Kiste. Farbpistole gelb 10 mal. Schon wieder? Gib mal eine linke Verbindung mit dem Sottenlöwen ein. Das lenkt doch nicht voll, wahrscheinlich. Angriffswert zum Link erhöht. So, jetzt sollten wir alle haben. Schön, schön. Also. Andere Seite noch absuchen, wenn möglich. Da ist noch was. Leitet ihr die Geister für eine Weile aus. Nach einem gewissen Zeitraum können sie wieder nach Hause zurück. Nö. Muss nicht sein. Ich habe ja meine eigenen. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Gut, suche ich eben noch auf der anderen Seite hier. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir an den Stadtrand und suchen ihn mal Platz. Ah, okay, jetzt bin ich hier oben gelandet. Da kann ich zumindest ein paar Schatztruhen suchen. Ist da auch was. So. Zum Glück haben wir Alita. Das habe ich nämlich gewartet. So. Untermiete Stufe 10, damit können wir auch schon was machen. Da könnten wir rein. Gehen wir auch mal. Okay, das ist der Speicherpunkt hier. Da kann man natürlich auch vielleicht was suchen. Da ist noch eine Kiste. Nehmen wir. Ein Wecker drin. Wie sonst noch was hier? Ja, da ist noch eine. Wieder den Wecker. Also, dann speichere ich mal ab. Aber bevor wir es machen, Fertigkeitslink, Zottellöwe Stufe 13, meine Güte. Zwei Linkverbindungen. Freischalten. Das nicht. Da müssen wir auch noch warten. Da muss ich auch noch warten. Und auch bei ihm habe ich bislang keine Chance, etwas freizuschalten. Doch die Stufe. Richtig. Weil er Stufe 10 erreicht hat. Und hier ist bin Stufe 25. Das dauert noch ein bisschen. Also, dann mal weiter im Text.
Dann gehen wir mal raus. Zumindest der Versuch. Okay. Ich bin gerade so verzaubert gewesen, dass ich nur an dieser Stelle bleiben durfte. So eine liebliche Einbildung. So. Da müssen wir zuerst zurück. Jetzt können wir hier raus und an den Stadtrand gehen. So, jetzt ist der Vamp von Mori auf Stufe 11. Da könnte man vielleicht auch was machen, keine Ahnung. So. Das ist natürlich schon toll, wenn man hier so was machen kann.